Hallo Leute, vielleicht kennt ihr Don't Hug Me, I'm Scared. Das ist eine Serie auf YouTube. Da vor ein paar Wochen der letzte Teil rausgekommen ist, will ich euch mal eine Theorie darüber näher bringen. Die Serie fängt damit an, dass wir die Protagonisten sehen. The Green Guy, the Red Guy and the Low Arrow Guy. Das heißt auf Deutsch der grüne, gelbe und rote Typ. Das erste, was richtig passiert, ist, dass das Blatt auf dem Tisch ein Lied singt über die Kreativität. In dieser Serie singen Gegenstände und die Theorie besagt, dass die Serie das Fernsehverhalten von Menschen spiegelt. Die Kreativität sollen Kinderprogramme sein, die den Kindern wahrmacht, dass Kreativität gut ist. Aber jetzt fragt ihr euch, wieso das Blatt Papier eine Zeichnung zerstört. Ja, das sind die Fernsehserien, die Menschen fesseln und sagen, dass Kreativität schlecht ist. Da sich die Serie nur ums Fernsehen dreht, geht es in der letzten Folge um Schlafstörungen. Der Gelbe will nur schlafen, aber ein Gegenstand verhindert, dass er schläft. Jetzt kommen wir zu den Personen. Die Farben sind die Altersstufen, die am meisten Fernsehen gucken. Der Rote ist erwachsen und geht arbeiten. Deshalb hinterfragt er alles. Der Gelbe ist ein Kind. Das ist der Grund, warum er so kindlich ist. Und der Grüne ist ein alter Mann. Der Gelbe guckt nur Fernsehen, weil er sich leicht beeinflussen lässt. Der Rote guckt auch Fernsehen, aber nicht so viel, weil er arbeitet. Und der Grüne ist zu alt und weiß nicht, was er mit seiner Freizeit tut. Deshalb guckt er fern. Jetzt kommt die Frage, wieso ist der Grüne und Rote ab einer bestimmten Folge dann verschwunden? Ja, der Grüne ist einfach gestorben. Das ist so, weil er einfach zu alt ist und stirbt. Der Rote muss dann arbeiten, weil er 20 geworden ist und studiert. Jetzt kann er nicht mehr Fernsehen gucken. Und ist nicht mehr in dieser Welt. Und jetzt zu der Computerfolge. Diese Folge fängt damit an, dass alle Karten spielen. Und eine Frage ist, was ist das Größte auf der Welt? Der Rote will auf dem Globus gucken, aber in diesem Moment singt der Computer, dass er ihn benutzen soll. Aber der Rote hinterfragt alles, weil er eben erwachsen ist. Aber jetzt stellt sich hingegen wieder die Frage, in dieser Folge sagt der Gelbe auch, ich bin befreundet mit meinem Vater Roy. Er kommt in der Folge auch mehrmals vor. Jetzt stellt sich wieder die Frage, wer ist schuld an allem? Ganz einfach, Roy. Er will, dass keiner was hinterfragt, denn er ist der Vater von dem gelben Typ. Und Roy ist als Vater auf der Arbeit und sein Sohn wird vom Fernsehen großgezogen. So geht es in vielen Haushalten zu. Am Ende geht der Rote zu seiner Arbeit und sieht einen Fernseher und da ist auch Roy. Der nicht will, dass keiner mehr fernsieht und will den Roten aufhalten. Und der Rote zieht den Stecker. Vom Fernseher. Damit ist alles vorbei, aber alles fängt in einer neuen Fernsehwelt neu an. Das war mein Video zu Don't Hug Me, I'm Scared, einer der besten Serien auf YouTube.